Wie sich Lebenswelten im Laufe der Zeit verändern, zeigt Drehbuchautorin und Regisseurin Lili Jäckel. Sie hat vor 20 Jahren, damals noch als Schülerin der Ortweinschule, ein Filmprojekt gestartet. Seit 1996 hat sie, im Abstand von einigen Jahren, immer wieder dieselben Menschen am Färberplatz interviewt und über ihr Leben befragt. Herausgekommen ist ein filmisches Porträt einer Generation. Sagst du den Namen kurz? Ich bin Blaschk Wolfgang und bin 16. Jetzt kann ich drüber lachen. Ich möchte auf gar keinen Fall nur ein Kind haben, sondern mindestens 4 Kinder. Sie alle zählen zur Generation X. 15 Menschen aus der gesamten Steiermark hat Lili Jäckel im Laufe der letzten 20 Jahre immer wieder vor die Kamera gebeten. Für mich ist das Vertrauen meiner Interviewpartner einfach das größte Geschenk. Weil die Leute haben zum Teil sich so geöffnet, dass sie Dinge vor der Kamera erzählen, die sie noch nie einem anderen Menschen erzählt haben. Das heißt, es gab Nervenzusammenbrüche, es gab Tränen, es gab aber auch Lachkrämpfe. Es ist uns einmal das ganze Zelt weggeflogen im Sturm. Fragen und Drehort haben sich nicht verändert, wohl aber die einzelnen Lebenssituationen. Irgendwie klar, dass wenn das Kind kommen will, dann soll es so sein. Jetzt, 7 Jahre später, begleitet die kleine Bobea ihre Mutter bereits zum Interview. In meinem Fall ist es schon schön zu sehen, dass ich Dinge weiterverfolgt habe. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ganz anders war, außer jugendlich eben. Ja. Für mich ist es eher so, dass Dinge sich verwirklicht haben. Sein O-Time porträtiert eine ganze Generation, ihre Einstellungen, was sie im Laufe der Zeit bewegt hat und wie sie ihre Umgebung wahrnimmt.